So, hallihallo, liebe Zuschauer. Wir sind gerade wieder auf den Server gegangen. Mal wieder eine neue Folge Terraria aufnehmen oder eine neue Session. Natürlich, ja, hier, ja, schön. Also, ich habe mir lange nicht mehr gespielt, ey. Oh ja. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal einen Charakter im Solo-Mode bis zum Hard-Mode gezogen. Okay. Also mit Dungeon und World of Flash und so alles. Dann hatte ich irgendwie. Hard-Mode ist wirklich hart. Da hatte ich keine Lust mehr alleine weiter zu spielen. Okay. War so schwer. Ne, du fängst dann quasi wieder von Null an. Ich kann wieder alles Mögliche töten, weil die Viecher immer so diesen zehnfache Schaden machen oder so. Sind wir nicht letztes Mal auch noch gestorben? Ja, aber das, du fühlst ja wirklich wieder wie am Anfang. Und ich überlege gerade, warum ist die Kürbis eigentlich immer noch? Die bleiben, glaube ich. Aber die wachsen nicht mehr neu, oder? Doch, da ist einer. Na, egal. Wo waren wir denn? Ein Grappling Hook habe ich. Achso, genau, ich habe das Bone Sword. Achso, okay, ich habe Bone Sword. Genau, wir hatten zuletzt das Haus hier fertig gebaut. Beziehungsweise ich. Ja, ein wunderschönes Haus. Fällt mir auf, ich hab hier noch eine Stelle vergessen, egal. Wir sollten. Ach nein, wir haben hier drüben die Räume gebaut. Die alle voll. Ja, stimmt, genau, für die Einwohner, ne? Ja, wir haben ganze zwei Räume gebaut, yay. Jo, ja, gut, das ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr so dran. Also, ich weiß, dass ich letztes Mal. Oh Gott, ja, als ich mir meine Aufnahme angeguckt habe, das war echt schlimm. Nee, ich meine, ich sag auch noch, ich will nicht sterben und eine Minute später gehe ich einfach drauf. Ja, ist doch schön. Alles gut gelaufen, ja. Würde ich sagen. Ja, so. Ich habe gerade mal Pumpkin-Zeug. Also irgendwie brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Metall. Habe ich so das Gefühl. Wir haben 63 Eisen und 72 Tin. Ich überlege gerade, ob ich mir. Oh Gott, ich muss wieder mit dem ganzen Ordnung klarkommen. Okay, wir haben hier auch noch ein Iron Broadsword und so ein Kram. Irgendwelche Iron Pickaxes. Ja, wenn wir so oft krepiert sind. Ja, stimmt. Das ist ein aktiver Stein. LOL. Was? Ja, ich will die Aufnahme ohne Fehler machen, Mama. Was hast du denn jetzt gemacht? Mein Spiel hat minimiert und ist abgestürzt. Sehr gut. Ach, ist das schön. Oh Gott, oh Gott. Aber das passiert auch komischerweise nur, wenn wir Terraria zocken. Also sind nämlich noch zwei Teile von deinem Katzenkostüm. Ah, die ja! Sind bestimmt an mir. Juhu! Ich hab die Schuhe noch an. Welche Schuhe noch an? What the fuck? Die Katzenschuhe. Achso. Ja, dann hast du das komplette Katzenkostüm noch. Ja. Jetzt kann ich mal hier eine Grandfather Clock aufstellen, einfach nur, weil ich kann. Das darf nicht wahr sein. Geht's irgendwann wieder oder? Spiel konnte nicht gestartet werden, Anwendung läuft bereits. Steam bugged, yay. Ja, ja, ich fix das Quint. Kein Problem. Ich kann noch mal kurz schneiden, dann warte ich halt, bis du wieder da bist. Nee, nee, passt schon. Passt schon. Ich hab den Prozess einfach beendet. So. Ah, Mushroom Wall. Ich hab schon sogar noch eine Wall. Kann ich mal gucken, ob ich da was vergessen hab. Ne. Ich da auch. So. Jetzt. Ja. Ey, ich bin auch wieder dabei. Juhu. Nein, noch bist du nicht gejoint. Ja, da. Ja, ja, jetzt join ich gleich. Yay. Juhu. Mal sehen, wie lange es vorhält. Oh, wir sehen wirklich jede Menge. Aua. Ja, ich hoffe mal jetzt, dass es. Also ich weiß nicht, sobald Terraria irgendwie minimiert wird, sobald man aufnimmt, stürzt es bei mir instant ab. Alter, jetzt habe ich wieder den Bug. Kann echt. Warum? Was ich brauche ein anderes Aufnahmeprogramm. Ja, jetzt laufe ich hier wieder mit 30 Frames durch. So wie letztes Mal. Go, go. Ja, Gott sei Dank rendere ich das mit 30 Frames. Meinst du, fällt es dem Zuschauer zumindest nicht auf? Ja. Schubst du doch wieder. Ja, jetzt konstante 30 Frames. Was ist das denn? Also ich habe schön 60, weil du das für Probleme hast. Ja, das Spiel ist, weißt du, es denkt sich halt, komm, immer wenn wir aufnehmen, verarschen wir ihn. Spielst du denn ohne mich überhaupt? Nee. Ja, dann verarscht das Spiel wahrscheinlich konstant. Ja, wahrscheinlich. Aber machst du halt nix, ne? So, wir brauchen. Moment mal, wie weit kommt eigentlich mit dem Metall? Das wollte ich nochmal nachschauen.
Ich habe noch eine Kupferspitzhacke, what the fuck? Oh lol, ich habe auch noch zwei Eisenspitzhacken. Ich wollte gerade sagen, Spitzhacke haben wir glaube ich genug. Einmal Eisen. Willst du Eisen oder Aluminium haben? Ich glaube, es nimmt sich nicht so viel irgendwie. Nee, ich glaube auch nicht, dass es sich viel nimmt. Ich nehme Aluminium und gucke, wie weit ich damit komme, ne? Ich habe ein Eisen. Nachdem ich gestorben bin, habe ich ein Eisenkurzschwert legendär. Nice. Boah, krass. Das macht aber ordentlich. Plus 20 Damage, plus 8 Tempo, plus 5 Crit, plus 10 Größe und plus 15 Rückstoß. Oh. Nee, Alu sollte ich nicht craften. Das ist Quatsch. Okay, warum? Ein Alu-Helm hat genau die gleichen Werte wie Dingens, wie mein Pumpkin-Zeug. Oh, 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 oh. Das ist natürlich sehr gut. Dann höre ich mal auf in dem Alu-Craften und tue das Alu wieder rein. Ja. Direkt mein Helm gecraftet, der mir dann nichts bringt. Ich weiß nicht, ob das Set-Bonus wahrscheinlich anders ist, ansonsten würde ich es wohl nicht unterscheiden. Nicht viel, ne. So. Der Hase musste als Bestrafung ranlaufen. Oh Gott. Also, Denk dran, nicht runterfallen. Ich wollte dich gerade fragen, ob wir denn nicht irgendwie so einen Counter festsetzen wollen, wann einer von uns zuerst stirbt. Nö. Weil du zuerst stirbst. Na, danke. Ja, dann schätz doch mal. Keine Ahnung. Wenn du so weitermachst wie letztes Mal, ist es glaube ich ungefähr alle 10 Minuten einmal oder irgend sowas gewesen. Okay, dann gucke ich mal auf die Tonspur so ab und zu. Du? Stimmt, ich hatte in Cloud eine Bottle. Ach, hab ich gar nicht mehr. Aber ich bin eine Katze. Eine sterbende Katze. Ja, ich habe keine 7 Leben, glaube ich. Kommt doch mit einem Doppelsprung da hoch, voll nervig. Nimm wahrscheinlich einen Hook. Ja, okay. Wir haben einen Hook. Passt schon. Huch! Lalala! Oh, Alter! Ich glaube, wir haben einen sehr guten Weg gebaut. Das ist voll safe. Ja, richtig. Ich pull mich einfach mal weiter nach unten, oder? Ja. Ich bin mal gerade nach unten bauen, sonst nicht mehr so viel links und rechts gehen müssen. Machst du links? Okay. Ich meinte die linke Seite von den beiden. Aber ist okay. Ja, okay, ich mach links. Ah, guck mal. Ist hin. Willst du jetzt abbauen? Na gut. Ah, Rohstoff braucht man. Auch wenn wir es vielleicht nicht brauchen. Wo waren wir eigentlich schon in der Hölle unten? Nee, wir waren dabei. Ey, wir haben doch nicht mal ordentliche Rüstung. Moment. Ja, das Eisen auch. Links. Ich hab noch eine halbe Tin-Rüstung. Wie gesagt, die bringen genauso viel wie die Pumpkin-Rüstung. Boah, au, ich nehme gerade noch Damage, sehr gut. Wie ich es gerade gar nicht geblickt habe. Nee, ich auch nicht, also auch einen Moment gebraucht. Ja, ich bin irgendwie so auf Monster fixiert, dass die kommen und uns immer umbringen. Ah, ich glaube, wir sterben auch ohne Monster. Die müssen gar nicht kommen. Dann erledigst Wasser oder Lava oder Fallhöhe. Go, go, go. Ich mach mal ein neues Ding jetzt hier, ne? Ein neues Fackel. Naja, dass wir auch mal sehen, wohin wir laufen. Ja. Und hier kommen wir echt gut raus. Ne, wir kommen gar nicht raus. Ich glaube, wir buddeln da direkt durch. Das meine ich ja. Da ist ein bisschen Ironie dabei. Wir kommen echt gut raus. Einfach mal schön gerade im Fels lang. Ja. So. Ja, doch, da kommen wir direkt beim Wasser raus. Wo man nicht weiterkommt, sehr gut. Ja, wo wir suppeln. Oh, da bin ich gestorben. Einmal. Ja, das war einmal. Ich mach jetzt eine. Also durch das Wasser buddeln wir uns nicht. Nee, aber hier links würde ich sagen, sind wir doch dann weiter, oder? Ja. Ich mach erstmal hier, dass wir hier wieder hochkommen, beziehungsweise runterkommen. Okay, und ich töte so lange den gelben Schleim und sterbe nicht. Wie alle 10 Minuten war geschätzt, ne? Ja, das hast du vor 4 Minuten gesagt. Okay, dann wärst du halt schneller als ich schätze, es tut mir leid. Okay, ich bin nicht tot. Ah, Schwein gehabt. Ja. Gerade so, ne? Ja, gerade so. So. Ja. Haufen Wasser schon, wir hatten übelst viel Wasser ständig im Weg.
Ah ja, jetzt weiß ich auch, warum wir uns... Was? Zauberstab? Okay. Ja, I got the magic stick. Das können wir nicht abbauen? Ja, oh, fuck. Nicht hinterher springen, nicht hinterher springen. Okay, okay, nicht hinterher springen. Oh, shit. Irgendwo rechts vorbei oder sowas, keine Ahnung. Moment mal. Hab's überlebt. Ist, glaube ich, so deutlich besser. Ja, okay. Krieg ich auch noch hin. Ich kann mit dem Hook noch nicht so super umgehen. Ich bin gerade irgendwie voll zu langsam für Reaktionen und so. So lange nicht mehr gespielt. Voll ja, schwierig. Ich auch. So. Ich geh mal hier einfach weiter runter, ne? Weil, so gucken. Ja, klar. Ach, können wir mal über das komische Pilzparadies? Oh, ich geh jetzt mal hier nach rechts. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Ist da eine Höhle nochmal? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Also, wir haben auf jeden Fall noch nicht. Ist das. Mal kurz was hier umbauen. Ich brauche den Nahkampf. Ja, ich nehme auch lieber ein Schwert. Erstmal zum momentanen noch. So. Hier drin ist anscheinend nichts. Da ist wirklich eine Fledermaus im Wasser. Sehr gut. What? Oh, ich liebe den Server schon wieder. Okay. Sie ist die einzige Fledermaus, die unter Wasser atmen kann. Ein bisschen Tin oben mitnehmen. Einfach mal durch. Da links wieder eine Falle. Wollen wir die mal entschärfen direkt? Oh ja, 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 ja. Da bist du nämlich letztes Mal dran krepiert, weil ich sie ausgelöst habe. Ah, das ist dann sogar schon ein bisschen länger her. Ja, komm. Das war aber du darfst den Stein trotzdem nicht berühren, sonst kriegst du trotzdem 150 Schaden, ne? Das ist doch voll behindert. Du musst dafür sorgen, dass der Stein sich irgendwie bewegt und dann zerspringt er einfach. Ja, Hauptsache nicht in unsere Richtung. Ja, der muss bloß einen Block runterfallen, dann macht es schon Puff und der ist weg. Okay. Halt. Am besten direkt unten drunter. So, weg ist er. Oh gut. Jetzt sind wir schon mal safe. So. Ja. Ja. Da rechts ist so eine Höhle. Lass mal da reingehen. Okay. So, da oben ist ein bisschen Tungsten. Jo, das ist eher was zum Abbauen. Ja. Nichts. Ja, gut, dann gehen wir halt die Höhle weiter runter, würde ich sagen, oder? Ja. Die war, glaube ich, uns ja nicht über. Also links ist die, glaube ich, von uns. Ja, ja, hier unten haben wir noch nichts erforscht. Und nach links gehen? Okay. Wegen der Höhle. Da, wo die Falle auch war. Vielleicht gibt's ja irgendeine schöne Kiste oder so. Okay. Töpfchen. Und, Saphire, Ein Saphir-Hook hab ich schon, aber brauchen wir die Lichtschwerter dann noch. Ich weiß aber nicht, was, ob das jetzt wirklich Saphire sind. Ja, ja, sind's schon. Ey. Ein Pfeil. Und Bring Root Seeds. Und Klick. Klick. So. Die Persian Plate hier. Ja, habe ich auch noch. Amethysten sind das doch. Okay. Amethysten? Die sind doch eigentlich gelb, dachte ich. Moment. Ach ne, ich habe einen Amethyst-Hook. Du hast natürlich vollkommen recht. Oh, okay. We need to go deeper. Das ist ja mal ein Spiel, was so hieß. Nee, das war. Oh, nein! Ich dachte ich. Das war ein bisschen arg knapp, oder? Das ist jetzt immer noch ein bisschen arg knapp. Oh. Jetzt wären es fast genau 10 Minuten gewesen. War doch eine gute Schätzung. Ich wollte gar nicht nach unten, ich wollte bloß das Wasser da ein bisschen wegmachen. Das hier, das ist ein Alu hier drüben, oder? Oder Tin. Ja, Alu ist ja Tin. Ja. Ja, okay. Dann brauche ich das eigentlich nicht. Dann gehe ich mal doch hier nach unten.
Ah, da sind wohl Amethysten. Jede Menge, glaube ich, sogar hier. Ey, das sind jetzt zu passen. Ach Gott, ich krieg's nicht gebacken. Edelsteine. Was sind das, die grüne Smaragden sind? Hä? Da drunter ist noch was anscheinend. Ja, irgendwie schon, ne? Aber was das jetzt ist? Einfach bloß was zum Wegmachen. Oh. Ja, okay. Auch gut. Da rechts ist noch irgendwas am Schimmern in der Höhle. Ich weiß nicht, ob wir da hinwollen. Ja, es müsste wieder eine Pilzhöhle sein. Übrigens, ja. Über dir ist noch was Lilanes. Ja, hab ich gerade gesehen. Nee, das ist bloß, was da schimmert, ist bloß die Qualle. Sonst gar nichts. Ja, wir sehen es ja auf der Map. Scheint relativ groß zu sein. Jo. Oh. Go, go. Solange wir uns... Oh, pass auf, das Wasser vor uns. Ah, ich hab's gerade gesehen. Solange wir uns nicht in den Dungeon buddeln wie die Pietz mit, Leute. Buddeln sich halt wirklich mal eiskalt in den Dungeon. Ich komme mit dem Hook definitiv noch nicht so gut klar. Oh, ich habe keine Fackeln. Warum habe ich keine Fackeln? Warum habe ich das nicht an? Geh doch. Ich habe doch auch eine Cloud in der Bottle. Warum habe ich die nicht? Ah! Keine Ahnung. Bin eher irritiert, ob da oben nicht irgendwie eine dumme Falle ist. Sieht nicht so aus. Nö, sieht nicht so aus. Attacke! Glowstick! Yay! Bist du wirklich im Wasser unterlang bauen? Ja, das war klar. Nach deiner Erfahrung mit Wasser und so und Atmen? Ja, Wasser und Atmen und dann zu killen und sterben. Nach deiner Erfahrung mit Terraria eher? Oh, ein Herz! Jo. Oh, Gegner! Wie viel Leben hast denn du? 160. Dann nimmst du es. Oh, okay. Danke. Da oben ist noch eins. Ja, das kriegst du dann, würde ich sagen. Pass auf, dass nicht, dass da irgendeine Falle wieder dazwischen ist. Okay, also ganz vorsichtig. Ich sehe da nichts an Druckplatten. Nö, ich auch nicht. Fackeln. Du brauchst keine Falle, oder? Du stirbst auch so. Da fällt mir ein, wir sollten vielleicht mal wieder in die Party gehen, so sehe ich nämlich deinen. Oh ja, ist nehme mal die Idee. Grüne Party, ne? Ja. Sehe ich nämlich dein Leben gar nicht, wenn du irgendwas isst. So. Kannst du einfach mitbringen. Danke. Wenn du es nicht schaffst, bist du hoch. Ich kann mit dem Hook noch nicht so umgehen. Ich hab den Doppelsprung. Ja, du hast den Doppelsprung, hast du vorhin schon was gestellt. Ja. Na, komm. Ach, lauf. Heute ist irgendwie nicht mein Tag, glaube ich. Wieso? Oh ja. Da drüben ist eine goldene Kiste. Ja, das sind Monster. Ach komm. Ja, du hast auch das bessere Schwert. Das stimmt, ich habe 18 Damage Schwert. Ja, ich habe so ein Sterb! Breitschwert. Vielleicht sollte ich dir lieber das Fernkampf-Ding geben, hä? Ich müsste eigentlich noch was haben. Also diesen Zauberstab habe ich mir auch nur gecraftet. Der macht irgendwie 20 Damage. Ach Mensch. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird komisch da unten. Irgendwie habe ich die schwarzen Slimes nicht gesehen. Ja, haben wir noch Material zum Zubauen? Wieso? Ich wollte die eigentlich kaputt machen. Gibt Geld und so. Ach so. Warum haben wir keine Bomben dabei? Haben wir nicht? Ich denke nicht. Sei denn du hast welche da. Oder ich habe welche dabei. Moment. Hab's nicht gesehen. Ich habe nur eine Bombe. Oh, cool. Hauptproblem gelöst. So, was habe ich denn? Ropes, Falle, Haken, okay. Was, du hast einen Haken? Ja. Da kannst du deinen Grappling-Hook richtigen machen, wenn du einen Haken hast. Ja, habe ich.
Die Übersetzungen sind ja immer noch so Premium. Ey, ich hab einen Topaz-Hook, fällt mir gerade auf. Ja. Achso. So, Amethyst. Nö, ah, sonst hab ich nichts. Ich hab ja noch eine Cloud in the Bottle, nochmal. Mit 3% Melee Speed dazu. Dynamit, Archer Potion und Thorns Potion. Ey, oh! Du bist echt gut. Oh, ich finde ich gut. Nur 130 Schaden. Weil ich dann noch ausgewichen bin. Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt krepiert. Oh, das ist echt, echt zu viel heute. Oh. Saphir. Und Tungsten jede Menge. So, den Rekord von 10 Minuten habe ich überstanden. Jetzt fühle ich mich schon mal besser. Das ist schön. Ja. Es gab ja auch eine Folge, wo du irgendwie alle 5 Minuten gestorben bist. Ja, das fand ich ehrlich gesagt extrem uncool. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ich kann ein bisschen... Hast du mal eine Absicht gemacht, gibst du das zu? Nö, ich glaube nicht. Wie die Zuschauer sich besser fühlen oder sowas. Oh, hier ist noch ein Herz. Ach so. Das war jetzt meins, ne? Jo. Du meinst, damit die sich besser fühlen, dass sie wissen, dass sie nicht so noobig sind. Genau. Ah, okay. Deswegen spielt Pete mit dir auch so schlecht. Die sind eigentlich übste Pros. Und machen es so für die Community. Ne, die machen, genau, die sterben halt so oft, damit man sich besser fühlt, wenn man selber spielt. Ja, also kriegen Geld von Terraria, gell? Genauso wie von Milka. Ja, genau. Was war jetzt, Rewe oder sowas? Ja, Milka und Rewe. Rewe für die Apfelschorle. Oh, ich sehe da was. Ich kann auch halten und du machst. Ja, oder so. Wäre vielleicht effektiver. So. Da drüben waren wir anscheinend schon. Stimmt, das ist eine einzelne Fackel. Da sind wir irgendwann von rechts daran gegangen. Ja, auf der Minimap haben wir da schon voll viel ausgeleuchtet. Ja, da sind wir mal. Das ist der andere Eingang. Stimmt. Wenn du weiter rauszoomst, siehst du das. Mhm. Oh, super. Was ist denn super? Jo, jetzt haben wir halt unsere zwei Höhlen miteinander verbunden. Ist doch auch mal was. An der Fledermaus festkrallt. Nee, ich wollte eigentlich das hier machen. Achso. Da drüben ist doch noch hier Zeugs. Hoch. Nein! Gott! Ne, sind das irgendwelche Seeds? Nee, das ist glaube ich sonst nix. Bam! Ja. Auf die Omme. Ne, hier ist auch überall nichts mehr. Da oben ist noch irgendwie, ich glaube, ein Rubin oder sowas im Wasser. Na, ja, ich hab's gerade aufgesehen. Ach, du baust dich gleich von hinten unten ran, wir können doch von oben reingehen. Wasser fließt raus.